So. Guck mal, ist ja auch schon wieder fast fertig hier, ne? Wenn man dann da macht man die dann hin. Dann habe ich auch schon eine richtig geile Idee, Alter. Jetzt muss ich halt. Nach. Ich mache das erstmal ganz provisorisch. So. Und einfach, weil wir das immer gebrauchen können, meißel ich das in die Steinwand. Und jetzt. Jetzt hoch. Hier nochmal eben ein bisschen mehr Licht hin. Ich hab schon gewundert. So, hä? Wieso geht das jetzt hier nicht? So. Sehr gut. Dann mache ich da überall später noch Koppel hin. Okay. Ah, jetzt muss ich mal kurz. Ich guck mal hier auf die Zeit. Okay, die Hälfte. Und wir haben sehr viel Leder und alles. Und Essen haben wir auch. Sehr schön. Dann. Was kann ich denn so machen? Ich guck mal eben auf mein YouTube-Video. Es ist hochgeladen, Fabian. Am Montag, 18. veröffentlichen. Heute ist der 17. Gar nicht. Naja, so. Zack. Fertig. Okay, dann schließe ich das mal. Dann dürften wir jetzt hier auch mehr Performance haben. Oh, Alter. Okay. Dann kann ich ja schon mal gucken. Vielleicht kann ich ja jetzt meinen Platz bauen. Das brauchen wir vielleicht, aber ich denke nicht. So, zack, 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 zack. Dann mache ich das Loch einfach mal voll. Und hier mache ich mal. Ein bisschen Erweiterung. So, und dann. Ja. Dann nehme ich mir einfach mal hier ein bisschen Erde noch her. So, zack. Sehr gut. Okay. Jetzt bin ich wieder von meinem eigentlichen Ziel abgewichen. Ich wollte ja doch schon mal meine Werkzeuge verzaubern. Okay. Na, dann muss ich das hier mal kurz nochmal unterbrechen. Tut mir leid. Dann gehe ich nochmal in die Mine. Auf Lapis-Lazuli. Und einen Amboss soll ich brauchen. Genau. Ich bin so ein Wuselkopf. Ich vergesse das direkt. Was braucht man für einen Amboss? So, ne? Und dann? Yeah! Geil! Dann mache ich die Etage dann auch direkt so weiter. Das brauche ich und die Lapizze. Und dann erstmal so. Tschakka, und wieder hoch. Mensch. Ich
stellt euch mal vor, wir müssen den ganzen Weg noch laufen und können nicht baden. Achso, und wer sich fragt und wer denkt, dass hier ist alles, hier die ganzen Dinger sind gecheatet, die habe ich mir irgendwie aus dem Creative Mode genommen. Ich bin stolz, sagen zu können, nee, die sind tatsächlich alle selbst gefarmt, alles mein eigenes Gold. Und ich bin sehr stolz darauf. Okay, dann gehen wir doch schon mal einmal runter. Ja, erstmal ohne Bücher erst vorbei. Ach, ist das ärgerlich. Mit der Verzauberung, eigentlich müsste man ja noch warten, bis man überall die Bücherregale hat, damit man... halt, damit man Level 30 Sachen machen kann. Weil so Level 10er Sachen sind ja nicht so lohnenswert eigentlich. Ich mache hier mal einfach alles voll damit. Und den nehme ich mir weg. Na. Und ja, hier, komm. Und hier direkt mal dieses Loch füllen. Teilweise sind da auch irgendwie Löcher am Boden, da verstehe ich gar nicht warum. Die sind dann irgendwie so komisch dahingesetzt. So, dann vielleicht machen wir nochmal eben eine kleine Spedition, einfach damit wir noch mehr Zuckerrohr bekommen. Damit wir hier schneller an Bücher rankommen. Na gut. You know what? Ich nehme jetzt auch mal dieses Bett. Ja. YOLO. Guck mal, direkt schlafen wir ganz ruhig in unserem neuen Bett. Ah, so, jetzt ist mein Trinken leer. Jetzt muss ich mir gleich ein neues machen. Ah. Guck mal, hier haben wir sogar noch Zuckerrohr, 3 Stück. Aber ich gehe jetzt einfach nochmal durch die Gegend. Ich gehe mal in die Richtung. Ich meine, da hätte ich auch letztens was gesehen. Nein, ich will euch nicht ansammeln. So, den Baum, den habe ich da gezielt weggemacht. Und guck mal hier. Rote Rosen, rot. Dann können wir irgendwann einen roten Teppich unten auch machen. Dann haben wir da nicht nur die Bücherregale, sondern auch einen richtig geilen roten Teppich. Das hört sich echt gut an. Und daraus bekommen wir wie viel Rot? Ach, echt nur ein. Ich dachte mehr. Cool. Dann machen wir einfach mal auch 2 rote Schafe. Da sind Schweine. Ich sehe jetzt hier auf Anhieb kein Zuckerrohr, was mich echt ein bisschen frustriert. Unser Rot haben wir weggepackt, ne? Nein, wir haben es noch. Juhu! Boat Action! Guck mal, das ist das andere. Da waren 2 Schafe, die schwarz waren, und das ist das andere. Das hat nie den Weg Richtung mein Zuhause gefunden. Die waren echt da hinten in den Bergen. Und es hat so lange gedauert, die da so wegzubekommen, ja? Richtig Katastrophe. Ich überlege, ob ich jetzt hier einfach mal über den Ozean fahren soll. Komm. YOLO. You only play once. Yo. Yopo. Oh. Damn. Wo kommt ihr denn alle her? Lasst mich in Ruhe. Nee. Nie im Leben. Nie im Leben. Zuckerrohr. Ja. Jackpot Island, Alter. Jackpot Island. Jetzt habe ich aber eine richtig... Jetzt bin ich traurig, dass ich... So, okay. Jetzt ist schnelles Handeln angesagt. Meine Pferderanch! Hahaha! Geil. Ich weiß übrigens, ich habe gerade rausgefunden... Hau ab!
Übrigens gerade ein zweites Zuhause gefunden. Oh mein Gott! Die sind so süß! Okay. Nein. Ich habe meinen Eimer sogar dabei, sehr gut. So. Okay. Ja. Ich habe mein ganzes Eisen mitgenommen. Geil, das ist genau das Richtige, was ich gerade brauche. Weil ich... Alter, bin ich geil. Ich mache ein Farm Island, Mann. Freu dich doch. Drüben mache ich dann eine Zuckerrohrfarm. Wow. Okay, jetzt brauche ich aber erstmal hier. Scheiß auf die Farbe, sage ich einfach mal. Hier sind aber auch keine Bäume, ne? Dann weiß ich ja, wo ich die nächsten Setzlinge pflanzen kann. So. Okay, schon mal nicht gut. So, zack. Das wäre jetzt auch kurz eben... Es ist mir egal, ich werde das alles nochmal schön machen. Aber jetzt will ich einfach... die nur in meinen Besitz bekommen. Komm mal, Pferdchen, komm mal. So. Nein, Pferdchen, komm mal. Baden gehen ist nicht gut für dich, weil dann verliere ich dich aus den Augen. Komm mal hier, Jungpferdchen. Kann man machen, dass sich Pferde paaren? Muss ich nachgucken. Auf jeden Fall habe ich hier erstmal ein bisschen Leder so. Weil wenn man Pferde paaren lassen kann, dann ist das eine ultimative Lederfarm. Ja, ich bin mal wieder ganz kapitalistisch unterwegs. Ich denke wieder nur an Geschäfte. Aber... wer tut das nicht? Nein, ja, gut. Ich will erstmal... Weißt du, da haben wir wenigstens die. Dann wollen wir eben noch hier kommen. Stöcker. Ich hoffe, das reicht. Komm, was soll das? Ja, so. Und so. Hier noch irgendwo so eine Stelle gehabt, ne? Oder war das die? Das war die, okay. Gut, dann... Tut mir leid, Pferdchens, aber ihr seid einfach so gewinnbringend. Tut mir leid echt für alle, dass ich so kapitalistisch gerade trinke. Ach. Einmal wird man hier so einer grundlegend neuen Situation ausgesetzt. Dann, ja, Entschuldigung, Mama fährt.
Ich pflanze den nächsten Baum hier hin.